Nachdem wir gestern Abend einen wirklich tollen Start mit der Foodtour hier in Rom hatten und jetzt absolut Bescheid wissen, was man hier so essen sollte. Oh, scharf. Lecker. Geht's heute los mit unserem Sightseeing-Programm und erster Stopp ist das Pantheon. Das ist natürlich so ein richtig bekanntes Gebäude. Ist der letzte oder der einzige vollständig erhaltene Tempel aus der Antike. Und er hat diese riesige Kuppel. Und es hat 1700 Jahre gedauert, bis die Menschheit mal wieder so eine große freitragende Kuppel gebaut hat. Und da können wir jetzt rein. Die Schlange ist gar nicht so lang. Und dann lassen wir uns mal beeindrucken von der antiken Architektur. Komm mal mit. Der Eintritt ins Pantheon ist kostenlos, das heißt, man kann das einfach so besichtigen. Und obwohl es Samstagvormittag ist, ist heute keine Schlange da, was wohl normalerweise hier richtig heftig ist. Danke. Ja. Ja, der Trevi-Brunnen ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Rom, noch heute ziemlich voll. Berühmt ist er dafür, dass man eben da eine Münze reinwerfen soll, mit der rechten Hand über die linke Schulter, damit man eben nach Rom wiederkommt. Aber man soll das am letzten Abend machen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir die Münze werfen. So, wir sind jetzt die 135 Stufen der spanischen Treppe hochgeklettert, machen jetzt hier eine schöne Pause und gucken uns mal das ganze Gewusel hier an. Ja, mittlerweile sind wir in unserer Butze hier. Wir haben gerade ein paar Stunden an Blogbeiträgen und Videos geschnibbelt. Können wir eigentlich mal kurz die Wohnung zeigen? Das haben wir vorhin schon gefilmt. Küche, kleines Bad, ziemlich großes Wohnzimmer mit Couch und ganz viel Deko. Und die Wohnung ist super gelegen. Quasi mitten im Zentrum, also 5 Minuten vom Kolosseum und allem anderen Zeug, was man sich hier so angucken könnte. Ja, und jetzt Rom wieder weiter erkunden. Ja, direkt vor unserer Haustür ist so ein mega großes Denkmal, wo auch so eine Aussichtsplattform ist. Aber da ist jetzt eine ziemlich lange Schlange. Vielleicht müssen wir das irgendwie wann andermal nochmal machen. Scheint sehr gut zu sein, sonst würden ja nicht so viele Leute hier warten. Wir können das erste Mal das Kolosseum sehen. Mega cool! Das kann man natürlich auch von innen betrachten. Das machen wir auch noch, aber nicht heute. Aber wir hoffen, dass wir heute Abend einen richtig schönen Blick auf das beleuchtete Kolosseum im Abendlicht bekommen. Ich habe damals Selfies gemacht. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Hier das Forum Romanum, das Herz des Römischen Reichs, hinten das Kolosseum. Und ja, super cooler Blick.
Und das kann man sich alles angucken. Das machen wir auch noch so in übermorgen, glaube ich. Aber heute machen wir die Sachen, die nichts kosten, einfach mal nur so rumgucken. Das ist auch schon ziemlich cool. Hinter mir jetzt der Circus Maximus, der größte Zirkus der Antike, wo die halt die Wagenrennen und so ausgeführt haben. Von der Tribüne ist jetzt nicht mehr viel da, aber im Ausbauzustand haben jetzt 250.000 Leute reingepasst. Und da hinten, da schön rot angestrahlt, ist der Kaiserpalast, der hat dann da chillig in seiner Loge gesessen und von da die Spiele beobachtet. Ja, jetzt laufen wir da nochmal lang zum Kolosseum. Ja, Franz hat gesagt, ich habe das jetzt nicht gut erklärt. Also in dem Zirkussi, also den Zirki, haben die halt keine hier Clowns und so gezeigt, sondern haben halt diese Wagenrennen stattfinden lassen. Ich glaube, wichtig ist, dass man Zirkus für sich im Kopf übersetzt mit Runde, oder? Das ist doch, heißt das nicht einfach große Runde? So, ist schon richtig dunkel. Wir haben ganz viel gesehen heute, sind einmal sozusagen um die archäologischen Städte rumgelaufen. Und in den Vatikan und ins Kolosseum werden wir noch in den nächsten Tage gehen. Deswegen schaltet einfach wieder ein, auch zu neuen Abenteuern. Kannst du noch mal erklären, was Circus Maximus heißt? Hab ich doch, Pferderennbahn. Okay, das hast du so aber nicht gesagt. Doch. Was heißt das denn sonst? Der größte Zirkus. Na, halt jetzt keine Clowns, sondern halt hier so Wagenrennen und so.